Ich habe gar keine Ahnung, wo der Ausgang ist. Leute, ich dachte, es wäre hier. Aber ich habe hier keinen Dingsbums. Ernsthaft? Kann man hier nur raus, wenn man eine Chipkarte hat? Fuck. Ja gut, dann bin ich tot. Das wusste ich nicht. Hey Leute, ihr schaut die Kuma Games und in diesem Video schaue ich nochmal rein in Ghosts of Tabor. Ich habe einige Zeit jetzt, was heißt einige Zeit, aber einige Runden gespielt und habe richtig einen Narren in dieses Spiel gefressen. Ich habe immer noch nicht wirklich eine Ahnung, wie es hundertprozentig funktioniert. Natürlich hat man diese Raids, man geht rein, sammelt Loot, versucht zu überleben, aber Munition upgraden, taktisch, wie geht man vor und so weiter und so fort. Ich sterbe ziemlich oft, verliere sau viel Loot. Und das ist sehr, ja, anstrengend, aber es macht trotzdem einfach total viel Laune, weil ich weiß, das Scheitern liegt an mir, an meinen Fehlern, die ich mache und nicht daran, dass das Spiel nicht irgendwie gut ist. Ist jetzt Quest Standalone verfügbar. Ich spiele die PC-VR-Version, damit ihr hier auch diesen Streamer-Modus hier sehen könnt. Experimentiere da nochmal so ein bisschen rum, damit es für euch einfach gut aussieht. Hier mit Greenscreen und so weiter und so fort. Aber ich denke, ich werde hier und da auch mal ohne Greenscreen spielen. Einfach weil man sich sowieso immer oft bücken muss, um Sachen aufzuheben. Das ist ein bisschen anstrengend. Und ich glaube, das ist sowieso nicht so ästhetisch, wenn ich dann hier zu sehen bin. Aber so fürs Erste will ich auf jeden Fall das so ausprobieren. Und ja, was ich alles in dem Spiel nicht verstehe, boah, es gibt so viele Sachen. Ich habe jetzt zum Beispiel Licht. Und dafür muss ich irgendwie so einen Generator immer mit Benzin voll betanken. Ich wusste erstmal gar nicht, wo gibt es Benzin. Ich glaube bis jetzt, man muss es halt einfach kaufen. Ich glaube, ich habe viele Sachen einfach mir hätte kaufen müssen. Und dachte, ich muss sie irgendwie in dem Spiel freischalten. Ja, jetzt habe ich das gemacht. Jetzt habe ich hier Licht, weil alleine hier in diesem Bunker ohne Licht rumzulaufen, ist durchaus einfach anstrengend. Und ja, ich kann ja mal ein bisschen zeigen, was hier so bei mir abgeht. Ich habe zur Transparenz die Starter-Edition gekauft. Also man kann das Spiel kaufen. Da fängt man quasi mit relativ wenig an. Wenn man die Starter-Edition kauft, dann gibt es ein paar Waffen, die man am Anfang zur Verfügung hat. Das ist zum Beispiel hier diese, ja, die Nuclear Edition oder so etwas. Da hat man halt diese Waffe hier. Ist aber eine Waffe, die man relativ gut und schnell im Spiel finden kann. Woran es mir mangelt, ist Munition. Ich muss immer wieder Munition finden, kaufen, wie auch immer. Ja, wir haben hier einen Rucksack, der ist leer. Ich habe hier so eine rudimentäre Ausrüstung. Die behalte ich auch, damit ich ein Magazin bei mir haben kann. Wir nehmen eine ganz normale Pistole mit. Guck, die habe ich jetzt schon fallen lassen. Das sind so Sachen, da muss man einfach aufpassen. Ich habe eine Waffe schon in meinem Holster. Das war das Problem. So. Aber das ist eine gute Waffe, die... Oh, jetzt... Ah, man muss da immer sehr aufpassen. Vor allem diese Wände sind hier so ein bisschen janky immer noch. Janky ist immer so ein Begriff, den ich hier sehr häufig in dem Spiel verwende. So. Rein da. Den Ganzstock werde ich jetzt erstmal nicht brauchen, denn ich will erstmal nicht mit einem Gewehr reingehen. Weil das ist die einzige Munition, die ich habe. Ich habe hier zwar eine Handvoll Gewehre, aber das sind so... Ja, das sind so Shotgun-Bullets. Bin ich gar nicht so ein Fan von. Und ich verliere einfach sehr häufig Waffen, einfach weil ich noch so bescheiden spiele. Und ja, ich muss da noch ein bisschen dran rumprobieren. Naja, wir gehen auf jeden Fall rein. Ich habe hier nur eine Pistole und eben diese Rüstung hier. Und wir gehen quasi nackt rein. Ich glaube, am besten findet man Loot hier auf dieser Insel. Da kann man sich auch am ehesten... Was heißt verstecken, aber die Map ist einfach größer. Ich gehe da einfach mal rein. Und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Vielleicht sterbe ich ja schon direkt. So, ist glaube ich gerade wenig los. Ich habe relativ lange warten müssen, um reinzukommen. Aber hier bin ich auch noch nie gestartet. So, wir versuchen also quasi zu überleben. Hier sind solche Türen. Ich weiß nicht, ob man die in der Keycard öffnen kann. Also... Vielleicht für Special Loot, wenn man die auf der Map findet. Ich weiß es noch nicht so genau. Also ich habe hier meine Nahrungsanzeige. Darauf muss ich auch so ein bisschen achten. In einem Raid. Da war mir auch noch nicht so ganz klar. Ist es nur für den Raid oder ist es auch für
später irgendwie relevant. Coole ist, dass das Spiel auch Standalone auf der Quest funktioniert. Ich spiele es jetzt am PC, eben wegen dem Streamer-Modus, aber man kann einfach super schnell reingehen und mit dem Quest Games Optimizer. Oh, da ist ein Gegner. Zack, One-Shot. Da war ich fast schon wieder zu schnell. Aber ich habe vergessen, dass ich hier drin starte. Hier sind einfach insgesamt mehr Leute unterwegs. Das war jetzt kein Spieler, das war ein NPC. Was ist das? Kann ich das hier dran machen? Nein, das ist für ein Gewehr. Die NPC-Waffe habe ich jetzt liegen gelassen. Das ist jetzt so ein Maschinengewehr. Ist gar nicht so sehr mein Fall. Ist auch verdammt dunkel hier drin. So. Man kann auch nicht alles an sich attachen. Oh, da ist ein. Das ist aber ein Spieler. Das war ein Spieler, oder? Jetzt muss ich aufpassen. Oh shit. Ja gut. Cookies 2826 hat mich gekillt. Ja, das war eine schnelle Runde. Hat mir in den Kopf geschossen. Ja, und einen Phoenix habe ich gekillt. Ja, das meine ich. Das geht relativ schnell, wenn man nackt reingeht. Wenn man natürlich Pech hat, da spawnt, wo viel los ist, wenn man nur eine Pistole dabei hat, dann ist es schnell vorbei. Und was ist passiert? Ich habe all mein Loot verloren. Deswegen war es nicht so schlimm, dass ich nicht so das heftigste Zeug dabei hatte. Aber trotzdem habe ich natürlich meine kleine Pistole verloren. Das muss man immer bedenken. So. Und vor allem, für mich immer nervig, ich habe Munition verloren. Und den Rucksack. Ich habe jetzt auch immer nicht so viele Rucksäcke. Kein Rucksack. Ja, dann muss ich mir einen Rucksack kaufen. Das mache ich im Tabor Market. Hier im Tabor Market kann man dann Zeug kaufen. Hier einen Rucksack zum Beispiel. Aber das Problem ist, ich bin noch nicht so hochgelevelt, deswegen habe ich. Doch, ich habe. Ah, guck mal, ich habe jetzt mittlerweile diesen Rucksack hier. Ich hatte davor nur diesen kleinen. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt einen normalen Rucksack kaufen kann. Weil mit so einem kleinen Rucksack, da passt kaum was rein. Und dann können wir hier auch auschecken. Ich nehme mal gleich ein paar mit. Zack, zack, zack. Nehmen wir gleich 5. Ich brauche immer mal wieder welche. So, und das war's dann auch schon. Mehr will ich eigentlich gar nicht kaufen. Ich bin auch so schlecht, dass ich möglichst wenig Geld ausgeben möchte, weil ich verliere auch nur den ganzen Kram. So, aber einen Rucksack sollte man schon dabei haben. Denn wenn man nackt reingeht und ja, nichts looten kann, weil man kann das nicht alles an sich dran packen, dann wird es sehr ärgerlich. So, wir haben eine Pistole, wir haben einen Rucksack, wir haben noch nicht mal eine Rüstung und gehe nochmal auf die Insel. Vielleicht ein bisschen mehr Glück dieses Mal. Okay, wir sind jetzt hier ein bisschen außerhalb. So, da oben ist schon ein NPC. Ah, er hat es schon gesehen. Blöd. Weil wir hier keinen Aim haben, also bei mir eine Pistole. Also müssen wir uns ransnicken. Beziehungsweise stürmen und dann. Jetzt versteckt er sich. Komm, komm raus. Ja, die NPCs sind ein bisschen dumm. Aber auch aggressiv. So, den haben wir. Ich habe natürlich jetzt schon sehr viel Munition verloren, aber. Das Gute ist, okay, das war komisch. Egal, jedenfalls, er hat die Magazine, die ich brauche, für diese Pistole zumindest. Und wir nehmen den Rest auch mit. So, gucken uns jetzt auf jeden Fall in diesem Turm hier um. Ob wir hier was Schickes finden. Jetzt haben wir auch was zu essen.
weiß nicht, ob das ein Scope ist, den man benutzen kann. Ich habe immer noch nicht so viel Ahnung, ob das teilweise einfach Müll ist, den man findet. Oder wirklich Sachen, die man an eine Waffe attachen kann. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal eine schöne Waffe. Hier ist auch Munition drin. Sehr gut. Mit der Waffe kann ich was anfangen. Oh, ein Rucksack. Ja, toll. Sonst finde ich immer gar keinen Rucksack. Und jetzt habe ich einen Rucksack gefunden. Das ist natürlich praktisch. Ich hätte also ohne Rucksack reingehen können, aber weiß man ja auch nicht, ne? Okay, was ist das hier? Laserpointer. Cool. Kann ich den hier attachen? Ja, cool. So, den kann ich dann hier... So. Hab ich einen Laserpointer. Muss man wissen, ob man den haben will. Alles leer. Ups. Okay. Hier können wir uns ein bisschen umschauen, was wir hier so sehen. Teilweise kann man Leute da hinten schon abschießen. Es gibt auch Sniper und so. Aber da habe ich jetzt noch nichts zu. Aha, okay. Hier ist Zeug. Jetzt kann ich natürlich mal gucken, ob ich da... Das ist Licht, ne? Ich glaube, das ist eine Lampe. Ach so. Verstehe. Okay. Das können wir auch direkt anmachen. So, jetzt muss ich nochmal runter. Fallschaden gibt es natürlich auch. So, aber jetzt kann ich natürlich auch mal ein bisschen... Wieso ist jetzt die Waffe weggeschleudert worden? Also wirklich. So, aber ganz stock. Falls jemand kommt... keine Chance. Ja, die Lampe ist natürlich jetzt blöd. Ich kann nämlich ja nicht zielen. Kim und Korn gibt es nicht mehr. Das ist ja komisch. Ich habe den Laser zumindest. Bin kein Fan davon, ehrlich gesagt. Egal, weg damit. Okay, die Lampe bin ich kein Fan von. Bin ich ehrlich. So. Jetzt erstmal runter. Keiner da. Dann kann ich ja gerade noch mal die Waffe hier entleeren. Und dann nehmen wir die doch mit. Gute Idee, Mo. Okay, dann gehen wir zum nächsten Ziel. Ja, man muss natürlich das Ende finden auch, ja. Also, irgendwo hier ist dann eben auch das Ende. Ein Extraction Point. Was mir immer wieder passiert ist, was ist denn hier... Safe, das ist doch der Ziel. So, okay. Muss man auch lernen, ne? Wenn die Anzeige rechts ist, dann kann ich nicht schießen. Hier ist Salve und Einzelschuss. Ja, ich bin halt auch ein Noob, wie gesagt. Hier ist auf jeden Fall nochmal Loot. Mhm. Okay. Auch hier wieder. Wir nehmen das mit. Ist auch voll zugemüllt. Ich glaube, ich hock mich hier hin. Ich nehme mich mal ein bisschen in meine Tasche. Na, rein mit dir. Und die Pistole auch. So. Trotzdem schon relativ voll. So eine Weste wäre auf jeden Fall super. Damit, wenn ich doch erschossen werde, ich nicht komplett... schutzlos bin. Denn zurzeit bin ich sehr schutzlos. Hier sind meistens auf jeden Fall Gegner. Also NPCs. Ich höre aber niemanden. Die schreien immer meistens rum. Das sieht alles sehr leer aus hier. So, da oben ist oft jemand, aber ich höre keine Stimmen. Nice. So eine Munitionskiste kann man immer gut gebrauchen. Da sind eben einzelne Kugeln drin, ne? Denn man muss seine Magazine auch wieder aufladen, sozusagen. Komm, hier. Irgendwie eine Weste. Nope. Ah, aber das ist nicht schlecht.
Jetzt muss ich auch mal langsam raus. Ich habe nicht mehr so viel zu looten. Ich habe immerhin ja, ein paar Sachen an Munition. Diese Waffe ist natürlich neu für mich. Der schießt sich auch ganz gerne. Ist ein M4, glaube ich, ne? Bin, wie gesagt, echt nicht so der Pro. Ja, wir gehen, glaube ich, zu den Docks. Oder zur Garage. Ich glaube, zur Garage ist näher. Gibt halt immer bestimmte Extraction Points. Hier auf der Map sieht man sie auf dem Kompass. Aber ich glaube nicht überall. Ne, bei der Garage bin ich doch hergekommen. Ne, beim ersten Mal bin ich da hergekommen. Boah, ist mir eigentlich ein bisschen zu heikel, ne? Hier wird auf jeden Fall schon jemand gewesen sein, aber er ist zumindest nicht durch diese Tür hier. Okay, da ist jemand. Den müssen wir gezielt ausschalten. Okay, ich brauche mal einen ganzen Stock. Wenn man Zeit hat, kann man sich die Zeit auch nehmen, oder? Noch einer. Liegt da jemand? Ah, ich blute. Shit, shit, shit. Ich hab nichts zum Heilen. Ist das zu fassen? Sterbe ich jetzt? Ich hab gar keine Ahnung, wo der Ausgang ist. Leute! Ich dachte, es wäre hier. Aber ich habe hier keinen Dingsbums. Ernsthaft? Kann man hier nur raus, wenn man eine Chipkarte hat? Fuck. Na gut, dann bin ich tot. Das wusste ich nicht. Mann, wenn man was zum Heilen braucht, ist nichts da, ne? Ja, deswegen sollte man immer was mitnehmen. Aber ich wollte ja auch naked reingehen. Ich hätte aber nicht gedacht, dass hier... Ich bin tot. Ah, das war's. Scheiße. Oh, okay. Okay. Na gut, 4 Kills gemacht, waren keine Spiele darunter. Und wir haben all unsere Loot verloren. Immerhin haben wir nichts verloren, was irgendwie wichtig war, außer halt die Pistole und den Rucksack. Aber wirklich. Ja gut. Ich lerne daraus, ich sollte zumindest Heilung mitnehmen. Das war dumm. Ich sollte auf jeden Fall also immer hier so ein Backpack mitnehmen. Zumindest die rudimentären Sachen reinpacken. Eben hier sowas hier. Essen findet man ja irgendwie irgendwo. So, zack. Das ist, glaube ich, wichtig. Das ist dann immer so ein bisschen schwer. Ja, aber ich habe jetzt hier schon eben viele Waffen verloren. Ihr seht's. Mein Repertoire sinkt so langsam. Hier nehme ich mal so ein Magazin mit. Von den guten Waffen nehme ich ja, wie gesagt, erstmal keine mit. Ich hätte die halt verloren. Hier meine Special-Waffe, was auch immer. Auch mit dem Visier hier, Laservisier. Hätte ich jetzt einfach mal komplett verloren. Hier kann man auch Missionen annehmen und so. Das sollte ich auch machen. Ich muss auf jeden Fall mehr skillen, mehr Level erreichen. Das macht man am besten, wenn man so Missions macht. Zum Beispiel für Waffen. Also ich habe jetzt zum Beispiel die Waffe, die ich in dem Starter-Pack gekriegt habe, kann ich mir noch nicht nachkaufen, weil ich hier bei den Spectern erstmal im Level aufsteigen muss. Und da bin ich erst Level 2. Und dann sind solche Sachen wie Kill 15 Phoenixes. Phoenix sind die NPCs. Und ja, mit einer bestimmten Waffe zum Beispiel. Was ich zum Beispiel dann bräuchte, wäre ja mit Handguns zum Beispiel, weil ich hier jetzt nackt reingehe. 15 Stück ist nicht ohne.
Ja, ansonsten gibt es hier verschiedene Level. Das Spiel wird sich natürlich nach und nach ausbauen. Ist auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial da, aber es macht jetzt schon richtig viel Spaß. Ist nur eben super anspruchsvoll. Hier, wenn man, egal wo man draufklickt auf die Maps, steht immer hart dran. Also ich weiß gar nicht, was da sonst gemeint ist. Kann man da irgendwas ändern im Schwierigkeitsgrad? Ich glaube nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass man solo unterwegs ist, dass er hart anzeigt. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man hier Freunde dabei hat. Ja, Freunde habe ich noch keine. Ihr könnt mich gerne adden. Ikuma heiße ich da. Ikuma oder Ikuma Games. Addet mich doch mal. Ich würde mich drüber freuen. Ja, und ja, das soll jetzt erstmal mit diesem Video gewesen sein. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, ob ihr Lust habt, dass ich dieses Spiel streame, eben mit diesem Streaming-Setup. Ich finde das eigentlich ganz cool. Muss noch ein bisschen rumprobieren, welche Settings ich am besten einstelle, dass das Spiel auch für mich flüssig läuft, weil ich will auch nicht, dass ich sterbe, weil das Spiel irgendwie ruckelt. Und ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, abonniert diesen Kanal für mehr Videos rund um Virtual Reality und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ich hoffe, sehe ich euch. Ah, haut rein. Ciao.